Auszeichnung für die katholische Realschule in Marktindersdorf. Der Beauftragte des Kultusministeriums, Ernst Fischer, überreichte Schulleiter Anton Vagata eine Ehrenurkunde für die außerschulischen Projekte zu den Themen Inklusion und Zeitzeugen. Zusammenfassend ist die Realschule in Klosterindersdorf ausgezeichnet worden für die Qualität der Quantität, für die Nachhaltigkeit der Projekte und für besonders originelle und nicht an jeder Schule zu findende Projekte im Bereich außerschulisches Schulleben. Perspektivwechsel heißt eines der ausgezeichneten Projekte. Dabei besuchen Jugendliche mit Behinderung regelmäßig die Schüler der Realschule Vinzenz von Paul. Kontakt und Austausch stehen dabei im Vordergrund. Beim Projekt Stern der Hoffnung führen Neuntklässler Zeitzeugeninterviews mit Überlebenden des Holocaust. Bei uns kam ein Mann, der im Zweiten Weltkrieg da war, hier an der Schule direkt kam und hat praktisch seine Geschichte erzählt. Wenn man das so theoretisch im Unterricht durchmacht, kann man sich da jetzt nicht so in eine Lage reinversetzen. Aber wenn man wirklich die ganze Geschichte von jemandem hört, der auch noch mit seinem Bruder unterwegs war, der seine Geschwister verloren hat, seine Eltern, das war einfach nochmal irgendwie schlimmer. Man hat sich das dann wirklich vorstellen können. Also es freut uns natürlich sehr, wenn eine unserer Schulen für die Arbeit, die sie ja über Jahre hinweg leistet, auch anerkannt wird, ausgezeichnet wird. Besonders wichtig ist uns, dass die Schulen das tatsächlich tun, dass sie diese Projekte machen, dass sie gute Arbeit leisten, dass sie gute Qualität bieten und vor allem, dass die ganze Schulgemeinschaft hinter dem steht, was gemacht wird. Wenn das dann zusätzlich noch von außen mit Anerkennung und Wertschätzung versehen wird, ist es praktisch so eine Art kleine Krönung, die auf jahrelanges Engagement draufgesetzt wird. Neben der Vinzenz von Paul Realschule unterhält das Erzbistum München und Freising weitere 20 Schulen, an denen mehr als 12.000 Schülerinnen und Schüler unterrichtet werden.